Guten Morgen. Guten Morgen. Was nicht wahr ist, die wüssten, warum wir hier sind. Jawohl. Und bevor wir wieder Aufnahmen machen, kann ich euch sagen, dass angeklebt die strafbar, die ihr macht. Wieso? Du hast doch gesagt, das ist Artikel 179 her. Und dann kann ich euch die aufzeigen, wie auch wegen anderen Sachen. Gut. Das habe ich einfach gesagt, dass ihr das wisst. Okay. Ich kann euch auffordern, das Zeug nachher auch wieder zu löschen. Gut. Aber es geht darum. Wenn wir schnell reinkommen. So wie letztes Mal, dass wir nochmal reden. Ist gut. Ich kann es sagen, ja. Gut. Kommst schnell rein, dann könnt ihr das anschauen. Also, Moral, das ist strafbar, was ihr hier macht. Wie ich gesagt habe, das Österreichische. Ich werde euch auch dieses Bezug zeigen. Ihr seht es jetzt aus wegen dem Auto. Das sind die Schlüssel und die Fahrzeugausweise. Wo ist das Zeug? Ich würde gerne wissen, was ich machen kann. Ich würde gerne Dokumente sehen, was sie hier überhaupt vorhaben. Ich habe gesagt, sie können sagen. Ich habe nicht gesagt, sie können reinkommen. Mhm. Also jetzt einmal, es geht um Folgendes. Sie haben das schriftlich zugestellt bekommen, dass euer Auto eingepfändet worden ist. Nicht mein Auto. Nicht mein Auto. Es geht um den VW, der eingepfändet worden ist. Und zwar ist er aufgrund von dem eingepfändet worden, weil ja der Leasingvertrag abgelaufen war und ihr somit Eigentümer geworden seid von diesem Auto. Nein, stimmt nicht. Wer ist der das Eigentümer? Auto ist gezahlt worden von meiner Mutter. Das Gericht hat das rechtliche Gehör verweigert in diesem Rechtsstaat. Das heisst, das Gericht hat sich verschworen gegen mich, oder? Es macht Mobbing, es tut Aufträge verteilen. Lachen Sie nicht? Lachen Sie nicht, das ist ganz einfach. Nach dem Milizsystem kann man sich Informationen austauschen, die Hälfte zurückhalten und der andere denkt dann, dass er etwas Richtiges macht. Dabei macht er etwas komplett falsch. Weil wenn man mir das rechtliche Gehör verweigert, dann, oder besser gesagt meiner Mutter auf Spanien schickt mir einen Brief auf Deutsch. Meiner Mutter auf Spanien. Oder? Und dann muss sie bestätigen, dass das Auto ihr gehört. Man weiss, das Auto gehört ihr. Man weiss es. Nein, jetzt mache ich schnell fertig. Nämlich, schreibt mir auf Deutsch, sie muss bestätigen, das Auto gehört ihr. Und dann mache ich das für sie auf Deutsch, weil sie versteht ja nicht Deutsch. Und dann sage ich, die müssen das alles auf Spanisch machen. Weil sie ist in Spanien. Wenn ihr etwas von ihr wollt, dann müsst ihr mit ihr auf Spanisch reden. Weil in Spanien redet man auf Spanisch. Und dann hat sie eben bestätigt, durch mich, dass das Auto ihr gehört. Und dann sagt das Gericht, wir wollen jetzt 1'000 Franken von Ihnen. Wir wollen 1'000 Franken von mir. Das Gericht sagt meiner Mutter, 1'000 Franken müssen Sie zahlen. Mhm. Ja. Und wer nimmt die 1'000? Woher kommen die 1'000 Franken? Können Sie mir das sagen, woher die 1'000 Franken sollen kommen? Und dann sage ich in ihrem Namen, das können wir nicht zahlen, nehmen Sie das auf zur Kenntnis, das Auto gehört nicht mir. Verstanden? Also, und das steht da, das sind die Gerichtsunterlagen, das ist die Vollmacht, wo ich im Namen von meiner Mutter geantwortet habe. Ich habe das Gericht informiert, das Obergericht, Begleitbrief, da informiert, das Auto gehört nicht mehr. Punkt. Sie wollen es nicht zur Kenntnis nehmen. Sie sagen 1'000 Franken und sonst sehen wir nichts, sonst hören wir nichts, sonst sagen wir nichts, oder? Ja, das ist... Sie wissen, das Auto gehört bestätigt vom Gericht, weil das Gericht hat das bekommen, den Brief. Das Auto gehört nicht mehr. Wenn die 1'000 Franken wollen, um ihre Arbeit erledigen, obwohl die Jahr für Jahr von mir Geld bekommen haben, und dann heisst, wenn du recht willst, dann musst du erst mal vorauszahlen jetzt wieder. Oder? Also ich zahle ein Abo. Ich zahle mein Fernsehen, oder? Und dann will ich den Fernseher anschalten und sagen, geben Sie Kreditkartennummer rein, wenn Sie Fernsehen schauen, oder? Also was ist das für ein Rechtsstaat, wo man niemand will anhören, oder? Und dann heisst es, ja, zahl. Und dann nehmen wir noch das Auto mit. Herr Lüthi möchte euch sagen, was Sie können bitte hierher kommen, dass er mit euch reden kann. Er möchte hier Ihre Sachen sagen. Ja, okay.
Wenn wir alles tun, haben wir vorhin erklärt, dass eure Mutter nicht Deutsch versteht. Ja. Aber dass sie mit ihr reden können. Aber sie hat ja angeblich, so wie ihr sagt, von Spanien aus einen Schweizer Vertrag können unterschreiben, einen Deutschen. Mit mir, ja. Mit euch. Das ja. hat funktioniert. Warum hat denn eure Mutter nicht auf spanischem Gericht Antwort gegeben? Ihr habt gesagt, ihr müsst 1'000 Franken also. Kostenvorschuss leisten. Ja, habe ich meiner... Ja. Habt ihr mir gesagt ja. jetzt? Ja. Das habt ihr vorhin ja. gerade so, so gesagt. So. Der ja. Kostenvorschuss ist nicht geleistet worden. Ja. Aufgrund von dem wisst ja. ihr ja, dass das Verfahren ganz normal weitergelaufen ist. Also, nein. Also wir sind Karl, Menschen. Nein, jetzt müssen wir nicht diskutieren. Doch. Wir sind Menschen. Also, wenn der Brief ja. kommt, dann wird er gelesen und dann verlangt man nicht 1'000 Stutz. Weil meine Mutter ist aufgefordert worden, zu antworten. Sie hat es bestätigt, sie hat es gemacht und dann verlangt man nicht noch 1'000 Stutz. Dann nehmen wir es einfach zum Kenntnis und dann ist abgeschlossen. Nein, das ist ein Gerichtsverfahren und das Gerichtsverfahren, das muss sie weggehen. Das wisst ihr gar nicht. Wir sind Menschen, wir sind nicht dumme Schweinehunde. Das hat auch niemand behauptet also. Und das wird auch niemand behauptet. Fakt ist einfach ganz. Wir sind auch keine Maschinen. Abholen müssen wir das Auto. Fertig. Dann, und nachher tut ihr weitermachen. Ich sage nichts. Sie sehen, was ist. Sie machen, was sie machen. Es ist auf Video. Und dann wird es abgeklärt. Wer strafbarer ist, tun wir es abwägen. Ja, ganz genau. Weil ein Gericht ist nämlich eine Waage. Und der, der schuldig ist, ist schuldig. Und dann tun wir das abklären, was sie jetzt hier machen, ob das strafbar ist oder nicht. Richtig. Seid so gut, ihr die Schlüssel aushändigen und den Fahrzeugausweis brauchen. Ich tue nicht aushändigen, es ist alles da. Sind das die einzigen zwei Schlüssel oder Scheibe vom Fahrzeug? Das sind die einzigen zwei Schlüssel, die gehören nicht mir. Wie gesagt, sie nehmen zur Kenntnis, wenn sie das mitnehmen, dann tun sie jemanden ausrauben. Wo hängt ihr? Sie tun fremdes Eigentum mitnehmen. Mehr sage ich nicht. Darf ich schnell etwas sagen? Nein. Breiter alle eure Fahrzeugausweise, Dokument vom Auto, ist das alles im Auto? Das ist die Frage. Ist das Auto sonst so weit gelegt? Habt ihr nichts mehr Persönliches drin? Im Auto? Sie haben den Schlüssel genommen. Ich wehre mich nicht. Ich stelle mich nicht Ihnen entgegen. Sie sind bewaffnet. Ich habe Angst. Mehr sage ich nicht. Wollt ihr mit runterkommen, dass wir schauen können, was noch im Auto ist, als euer Eigentum? Ich habe Angst. Ich gehe nicht aus meiner Wohnung. Gut, dann müssen wir das Auto so mitnehmen, wie es ist. Und die haben wir ihm dann nachher... Lass sie bekommen. Das ist der Schluss. Gut, so. Ich sage es euch noch einmal, ihr könnt jetzt auf meine Anforderungen, die zwei Videos, das und das andere, was ihr dann schon gemacht habt am Samstag, löschen, dass ich es sehe. Es gibt gleich Anzeigen, was ihr es gemacht habt, aber... Ich mache es aus Eigenschutz. Gut, ich mache es aus Eigenschutz. Ich werde es nicht löschen. Prima. Also, eben, die kommen die Anzeigen über. Ja, nur weil es mit Südafrikanern vielleicht klappt, versuchen sie es vielleicht mit einem Spanier. Nein. Und dann machen sie einfach Kosten. Wie lustig ist das, go Raubüberfall go machen? Mhm. Ja, gut, eben. Sagen Sie nichts dazu. Okay, ist gut. Also, schönen Tag. Schönen Tag, ade.